Wir sind in Uşkuli angekommen. Noch etwas höher, noch etwas kühler. Wir sind auf 2200 Metern und hier sind es nur noch 12 Grad. Frieren ein bisschen und ich habe kurze Hosen an. Und zwar, weil alle langen Klamotten in der Wäsche sind. Scheiße. Ja, die Fahrt hierher war krass. Also die Straßen, ich will es gar nicht Straßen nennen. Das, keine Ahnung, was das ist, aber Straßen sind es nicht. Es war echt krass teilweise. Neben einem der Abgrund und dann halt Schlagloch, Pfützen, durch Bäche musste man fahren, hoch, runter. Es war echt nicht ohne auf jeden Fall. Ja, wir sind hier eigentlich zum Wandern. Allerdings, die Blasen, die ich mir vor 3 Tagen gelaufen habe, sind nicht besser geworden. Im Gegenteil, wir waren ja gestern auch wieder wandern und ich habe mir die Hacken tatsächlich blutig gelaufen. Also muss ich mich jetzt erstmal schonen und ja, müssen mal gucken, ob wir es mit dem Wandern hier überhaupt schaffen. Ja. Alles Weitere folgt. Na, was machst du da? Die schweinen hier so ein bisschen rum. Die sind so zutraulich, das ist Wahnsinn. Und das eine kurz mal am Bauch angefasst und sofort hingelegt und wollte einfach nur gestreichelt werden. Bist du auch im Schweinehimmel? Hat sich die Anstrengung und die harte Fahrt hierher gelohnt? Ja, jetzt schon. Jetzt schon, ne? Jeder hat sein eigenes Schweinchen zum Streicheln. Oh. Oh. Du bist halt voll auf deine Kosten, ne? Ja, voll. Hunde streicheln, Schweine streicheln. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen aus Uşkuli. Morgen. Wir haben die Nacht gut überstanden bei 5 Grad. Es war arschkalt, aber jetzt sitzen wir hier erstmal in der Sonne und wärmen uns ein bisschen auf, spielen eine Runde Karten und Würfel und genießen die Aussicht. Hammer, oder? Wir lassen es ja heute auch wieder ruhig angehen, weil ich immer noch nicht so richtig laufen kann. Ich kann nicht Ich kann nicht laufen. laufen. Ich sitze ja auch immer noch in kurzen Hosen, weil da hinten hängt unsere Wäsche. Aber ich muss sagen, ich habe noch nie vor so schöner Kulisse Wäsche aufgehangen. Also war schon schön. Ein Träumchen. Jetzt hoffen wir, dass die Sonne das relativ schnell gebacken kriegt, dass das hier alles trocknet und wir lange Sachen anziehen können. Und heute Nacht nicht mehr ganz so doll frieren. Genau. Wir haben zwei neue Mitspieler bekommen. Schick, schick, schick. Ich habe gerade eine Pflaume gegessen. Ach ja, ich habe eine Krone, eine Zahnkrone verloren. Ja, gerade nicht so irgendwie, gerade voll die Pechsträhne. Ist nicht meine Woche. Nee, Naja, du zerfällst ich förmlich. zerfalle förmlich. Erst lösen sich meine Hacken auf, dann rammel ich mir das Knie an einem Baum, dann tat mir der Hintern vom Reiten weh, jetzt bricht mir der Zahn raus. Was kommt als nächstes? Die Berge sind hart. Ja, niemand hat gesagt, dass es einfach werden würde.
Was ist das? Also wir sind hier gerade im Café Lemi Essen in Uşkuli. Und bei uns gibt's heute Brot mit Bohnenpaste. Total lecker. Das ist sowas wie so ein Kartoffelpuffer mit Käse. Chichtwari. Chichtwari? Mhm. Du hast jetzt einen Salat, irgendwas. Und ich einen Eggplant-Salat. Genau, Aubergine. Aubergine, genau. Und? Wir haben einen neuen besten Freund. Mhm. Seitdem wir das Essen auf dem Tisch stehen haben. Und es gibt Birnenlimonade aus Georgien. Willkommen bei Geschichten aus der Gruft. Nee, es ist hier relativ normal, dass hier ab und zu mal der Strom ausfällt. Und das ist seit ein paar Stunden der Fall. Und deswegen haben wir hier eine Kerze stehen. Und wir genießen jetzt den Abend mit Kerzenschein. Wie romantisch. Wie romantisch. Guten Morgen, immer noch aus Uşkuli. Wir konnten ja immer noch nicht so richtig wandern gehen wegen meinen Füßen. Die heilen aber, also ich bin auf einem guten Weg. Aber an Wandern ist leider immer noch nicht zu denken, was ein bisschen schade ist, weil die Landschaft hier wirklich wunderschön ist. Also wir haben da so leider das Gefühl, wir verpassen hier ein bisschen was. Aber ist halt wie es ist. Dafür kommt uns heute die liebe Jasmin besuchen, mit der wir uns schon in Batumi getroffen hatten. Sie fährt aber nicht mit ihrem kleinen Wohnmobil hier hoch, weil das würde es, glaube ich, nicht verkraften auf diesen Straßen hier. Sie kommt mit der Maschrutka. Das sind die kleinen Busse, die hier so von Ort zu Ort fahren und Wünschmalenthaler die Leute von A nach B bringen. Und dann werden wir nachher so ein bisschen durchs Dorf laufen. Ich glaube, dafür reicht's schon mit meinen Füßen, das geht schon. Und so viel werden wir heute auch nicht mehr machen. Dann morgen geht's dann wieder raus aus den Bergen. Und werdet ihr ja dann sehen, wo es hingeht. Wirklich, wirklich ein süßes kleines Bergdörfchen mit den ganzen Schieferplatten. Das sieht einfach genial aus. Aber man hat immer das Gefühl, das hier ist eine reine Baustelle. Die bauen hier überall an. Ich präsentiere den Schweine-Notausschalter. Oh, ups. Haut aus. Ja, wir haben die Jasmin eben zu ihrem Maschutka gebracht. Die fährt jetzt zurück nach Mestia. Tschüss Jasmin. Und
Auf dem Rückweg haben wir gerade noch mal Schweine gestreichelt. Oh, das war so schön. Große Schweine, kleine Schweine. Ja, das war so schön. Also, dicke Schweine. Scheiß auf Wandern. Wir sind wegen den Schweinen hier. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Nein, also es ist trotzdem weiterhin schade, dass wir nicht wandern konnten. Aber wegen den Schweinen, das hat schon ordentlich wettgemacht. Wir gehen jetzt zurück zu unserer Unterkunft gerade. Wir werden uns nochmal die Hände waschen und uns umziehen. Und dann gehen wir was essen und danach geht's für uns ins Kino. Hier. Zur Erinnerung, wir sind hier, ne? Hier gibt's tatsächlich ein Kino. In Uschkuli, also. Warte mal, hier, da unten sieht man's sogar. Das da. Da, das ist das Kino. Und da läuft tatsächlich auch nur ein Film. Und zwar ist das ein Film über diese Region hier, über Svanetien. Und ja, wir gucken uns jetzt einfach mal einen georgischen Film über Svanetien an. Total geil. Auf ins Kino. Nabend. Hallo. Nabend. Hallo. Nabend. Ja, hier ist das Kino. Und? Und so sieht das Kino in Uschkuli aus. Hammer, oder? Ja, voll geil. Wie hat dir der Film gefallen? Boah, da war alles dabei, ey. Da war Spannung, Action, Liebe, Mord und Totschlag. Und traurig war er auch am Ende. Ja. Aber dann war wieder alles gut.